Die hohen CO2-Emissionen von Opel, die angesichts schärferer Abgasziele zu hohen Strafzahlungen führen könnten, Foto bei Barney Pfeffer ex Shutterstock. Vier Monate nach dem Kauf von Opel will der französische Autobauer Psa Peugeot Citroën Wurm früheren Eigentümer Insidern zufolge rund die Hälfte des Kaufpreises zurück, wegen der hohen CO2-Emissionen von Opel, die angesichts schärferer Abgasziele zu hohen Strafzahlungen führen könnten, fordern die Franzosen mittels 500 Millionen zurück. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten. Einer der Insider sprach von einer Summe zwischen 600 und 800 Millionen Euro. PSA und GIM lehnten eine Stellungnahme ab, teilen Twitter-Anteilen auf Google per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.